Ich mache mal gerade ein bisschen Licht. So, kannst ja gucken. Ich meine, wenn du es schon angeschaut hast, es kostet ja nicht so viel, glaube ich, oder? Also als Grundwert, wie ich das auf meiner Karte sehe, sind 54.336 Euro. 10% wären 5.400 an Steuern. 9.700. Ja, insgesamt. Aber du musst ja kein. Ja, mit Gewinn. Ja, den Gewinn lässt mal weg. Zahlst du nur die Steuern. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Okay. Also 5.400 zahlst du an Steuern an die Gemeinde. Dann passt das. 5.400 waren das. Ja. Okay. Gut. Und dass es im Grundbuch geschrieben wird, muss ich nochmal zu RISEX. Naja, das kannst du auch selber kurz eintragen. Ich zeichne es gegen. Okay. Trag es mal ein, ich unterschreibe die hier kurz. Gut. So. Danke. Unterschriftel drauf gekritzelt. Passt schon. Gut. Wegen den. Ja. Das Geld, was ich dir geben wollte als Unterstützung Die Fahrschule? für die Fahrschule, meldest dich nochmal, ne? Ja. Würde ich mich dann nochmal melden. Gut. Gut. Die andere Ladung soll auch da hinten rein. Ja, das wäre nett. Bist du sicher? Nicht, dass du es vielleicht beim Komposter baust oder so. Nee, nee, da habe ich was anderes für. Okay. Gut, dann gucke ich, dass ich dir morgen die nächste Ladung bringe. Denn Also wie gesagt, ich wäre mal ein bisschen müde. Kannst ja mal gucken. Tschö. jo, tschüss. Ja. Ich wäre jetzt wieder auf dem Weg zurück. Das ist gut. Ich habe nämlich jetzt auch den letzten Baum, den ich selber machen konnte. Ist jetzt auch komplett auf dem Haufen drauf. Jo, dann mach mal Feierabend. Vielleicht findest du irgendwo ein Bierchen oder so. Ja, du meintest ja, du hattest irgendwo ein Zelt stehen. Ja, da müsste auch noch ein Grünfelder Pilz drin sein. Weißt du noch, wo du das Zelt genau hingestellt hast? Ich war da nicht mehr ganz so zurechnungsfähig, muss mal gucken. Und heute Morgen da, naja. Weißt ja, wenn man im Wald schläft, da hat man lauter Bäume um sich. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, Ja, ne? genau, so war das. Ja, muss mal gucken, ich habe keine Ahnung. Bestätigen. Was zur Hölle? Ja, immer das Gleiche. Stimmt, das war das, was ich vor der Aufnahme noch sagen wollte. So. Naja. Ja, toll. Leute. Dagegen habe ich halt noch kein Kraut gefunden. Wie wir das hinkriegen, dass es für alle klar ist. Achso, warte, ich wollte zum Hof. Muss halt die Man könnte sagen, feste Uhrzeit mit den Spulen. Ja, eigentlich 21. Jetzt haben wir schon 22:30. Ja. Alter, zwei Bahnen, die kannst du auch hinterher ziehen. Naja, fahre ich halt mal eine Runde zum Hof, ne?
Ah, je. Buch? Was ist da passiert bei ihm? Ich habe im Übrigen das Pilz gefunden. Ja, ist gut. Ist auf jeden Fall noch gut. Ja, Haltbarkeitsdatum 18.02.21 passt. Jo. Muss ich gerade mal hier. Bin ich leider auf die falsche Taste gekommen hier. Was hast du gemacht? Ach, manchmal komme ich aus Versehen hier auf das Mikrofon, auf die Mikrofontaste. Auf dem Handy, weißt du, diese, da wo das Mikrofon stumm geschalten wird. Passiert auch bei den Besten. Jo. Das ist jetzt vor allen Dingen auch super gut in der Aufnahme. Was denn? Hast du Bier verschüttet oder was? Das interessiert keinen. Verschütt bloß nicht das gute Bier. Nee, noch habe ich es nicht verschüttet. Aber ich bin gerade fast gegen Baum gelaufen. Oh. Mach die Taschenlampe an. Bin nicht versichert. Wenn dir irgendwas passiert, musst du es selber gucken, gell? Ja. Ich muss mir sowieso noch eine Krankenkasse suchen. Das wäre gut, ja. Ach, meine. Bin mal gespannt, wie viele Bretterpaletten schon produziert wurden. Da mal sehen. Was hast du mit denen überhaupt vor? Keine Ahnung, hab noch keinen Abnehmer. Eieiei, schwere Geburt bei denen. Ist unglaublich. Wenn du schläfst, fährst du weiter. Ja, nur wenn du gehst, bleibst du stehen. Ja, ja. So. Aber dann habe ich es auch gleich geschafft. Bin gleich beim Sägewerk. Ich bring dann, stelle dann vielleicht mal die Paletten. Ne, die brauche ich eigentlich noch nicht ausstellen. Aber ich guck mal, was wir da noch brauchen. Ja. Mach mich dann recht flott auf den Rückweg. Boah, kannst ja auch Zeit lassen. Nee, Zeit ist Geld. Das ist das Problem. Ich mach mal das Licht am Häcksel aus. Ja, bisschen Diesel sparen. Boah, ich weiß vor allem nicht, was diese hier in der Region kostet. Ja, da müssen wir mal gucken. Der kommt auf den Racex ein bisschen drauf an. Der wird ja demnächst dann die Tankstellen beliefern müssen. Ach du je. Ja, ja. Da kann sein, dass er uns über den Tisch zieht. Ist er wirklich so einer? Ja, eigentlich nicht. Also uns nicht. Soll er bei den anderen machen? Ich verstehe mich ja nicht gut mit Jürgen. Ich habe ihn bis jetzt auch nur als netten Herrn kennengelernt. Ja. Obwohl ich ihn ja schon angeschwärzt habe, ne? Deswegen? Ja, der hat am Anfang die Steuern falsch berechnet. Und er probiert ein bisschen Steuern zu unterschlagen. Da habe ich ihn angeschwärzt bei der Polizei. Man kann es ja mal versuchen. So.
Ist nur die Frage, ob das aus Versehen war oder mit Absicht. Ah, er hat gesagt, sein Taschenrechner war kaputt. Das kann auch mal passieren. Hat er Glück gehabt. Gut, Palettengabel ist dran. Poltergabel. So, ich hab's gesehen. Wurde mir unten irgendwas angezeigt. Wir haben hier keine Hackschnitzel mehr. Komm mal gucken. Wir hätten hier genug Wurfmaterial dafür. Ja. Muss man gerade hier in den Computer reingucken. Doch. Moment. Ich glaube, da wird man. Nee, da steht 0. Ach so, rausgekommen sind Hackschnitzel. Okay, ja, müssen wir irgendwann anders mal sauber machen. Boah. Ja, da brauchst du wahrscheinlich erstmal noch eine Schaufel für den Frontlader, oder? Oh, stimmt. Ja, die kann ich dann holen, wenn ich nochmal die andere Ladung zum LU bringe von den Hackschnitzeln. Dann kaufe ich noch eine Frontladerschaufel. Boah. Du kannst mal gucken, ob im Zelt noch ein Rockstar liegt. Hätte ich ein bisschen Moment. Durst nachher. Ein bisschen Energy bräuchte ich. Boah, nicht nur du. Kommt vor allen Dingen gut. Erst Bier trinken und dann Energy hinterher ballern. Dann muss er ja auch wieder wach werden. Wie war das einmal kein Duschen, dann ist der Alkohol sofort wieder weg. Sagt man, aber ich glaube, das stimmt nicht. Wohl, ich würde eher sagen, kommt drauf an, wie viel Alkohol man getrunken hat. Ja, das natürlich auch. Wenn man so viel Loch so wie mein Cousin, dann ist klar, da wird man nicht mehr nüchtern von. Ja, dann ist mir auch klar, warum der pleite gegangen ist. Vor allen Dingen, wir haben alles versucht, um den Hof irgendwie zu retten. Ja. Wir haben versucht, den Hof auf meinen Namen umschreiben zu lassen, da hat das Grundbuchamt gleich gesagt, ist nicht. Wegen Eigenkapital oder was? Ja. Ah, das ist immer doof. Selbst wenn du einen super Gehalt hast, kriegst du das nicht so einfach hin. Na, ich hab's versucht und es wurde gesagt, es ist zu wenig. Ja, ja. Ja. Als ob die Reichen denken, oh ja, unterstützen wir mal jemanden. So sind sie halt. Wobei ich bin ja schon mal hier zumindest in Grünfeld, da ist es ein bisschen anders. Ah, der Neumann hat mir ja angeboten, dass er mir einen Kredit gibt für die Fahrschule. Aber er spekuliert natürlich darauf, dass er dann auch ein bisschen weniger in der Fahrschule zahlen muss. Das würde ich aber auch so machen, wenn ich einen Kredit dafür geben würde. Ja. Wieso fliegt der Baum nicht um? Probier es noch mal ein bisschen höher. Kurz off RP. Ich habe an der Stelle schon Bäume gefällt. Vermutlich sind die Baumstümpfe da immer noch und es sind neue Bäume dazugekommen. Das heißt, es kann manchmal sein, dass du den Baumstumpf sägst und nicht den eigentlichen Baum. Deshalb, das ist das, was mir vorhin eingefallen ist. Naja. Gut, aber jetzt bin ich gleich schon da. Ich. Ich höre den John Deere schon leise. Ja, der brüllt ordentlich. Aber es ist ein guter Sound, den er hat. Wie viel Leistung hat er? 300, glaube ich. Oder habe ich mir die große Version geholt? Ich glaube ja. Ist das der 6R?
Ja. Na, ich sehe dich. Hast du alles zum Häcksler geschafft, oder? Sollte alles soweit vorm Häcksler liegen. Ja, ich habe nur die Überlegung, dass wir den Häcksler umstellen. Ja, wir können ja jetzt erstmal den Hänger voll machen und stellen den dann um. Ja, ich drehe gerade mal. Passt es? Nur ein Stück weiter vor. Jetzt. Gut. Und der Baum hier ist das, der ein bisschen ungünstig gefallen ist. Es sind schon 5000 wieder drin. Welcher? Der hier. Der Kriegst hier. Du den nicht raus? Nee. Ach so. Ich habe nur so weit abgesägt, wie es ging, aber. Ja, dann schmeißen wir erstmal das Zeug hier drauf, denke ich. Ja. Ach so, warte, ich muss den wieder anmachen. Na? Muss ich auch noch Kniebeugen machen. So, jetzt läuft er.